Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es darum, wie du schneller wirst in Lightroom. Und zwar wesentlich schneller in deinem Workflow. Viel Spaß! Lass uns direkt mit dem Video starten, denn es soll genauso schnell sein für dich, wie du später auch in Lightroom bist. Was für ein Wortspiel. Es geht darum, dass du, wenn du Fotos importierst in Lightroom, denen schon eine gewisse Entwicklungseinstellung geben kannst, mit einem Preset quasi. Das heißt, wenn du bestimmte Sachen in jedem Foto machst, dann kannst du das als Preset speichern und während das Foto importiert, schon damit das Foto quasi bearbeiten lassen von Lightroom. Das heißt, während des Importvorgangs kann ich zum Beispiel schon gewisse Einstellungen übernehmen. Was mache ich zum Beispiel persönlich in jedem Foto? Ich schärfe das Bild immer nach, ich nehme immer die Profilkorrektur mit dazu und ich entferne immer chromatische Aberrationen. Das sind so die drei Sachen, die ich in jedem Foto mache, egal welches ich importiere. Und von daher werde ich das jetzt einfach mal als Preset speichern und das Ganze dann in jedem Import, den ich dann mache, mit angehen. Wie wir das genau machen, zeige ich dir jetzt hier am Bildschirm. So, ich habe jetzt hier mal ein Foto offen von dem Berliner Dom, den ich fotografiert habe letztens. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich möchte das Bild auf jeden Fall immer schärfen. Das bedeutet, ich wähle jetzt hier meinen Standardbetrag von 80 aus. Das kennst du eigentlich so. Das mache ich in jedem Foto immer wieder so. Also hier Betrag 80. Und ich werde das Ganze noch ein bisschen maskieren. Ich mache jetzt hier mal mit gedrückter Alt-Taste. Das ist natürlich eigentlich bei jedem Foto immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber ich bin hier auch mit einem Wert von 30 immer ganz gut gefahren. Das funktioniert bei den meisten Fotos so eigentlich ganz gut. So, und dann gehen wir noch weiter nach unten in die Objektivkorrekturen. Ich habe ja gesagt, die Profilkorrekturen möchte ich aktivieren und die chromatischen Aberrationen entfernen, weil auch das in jedem Foto so vorkommt. Und das ist eigentlich alles, was ich machen möchte. Die Grundeinstellungen und so weiter fasse ich nicht weiter an. Das ist natürlich wieder bei jedem Foto unterschiedlich, je nachdem, wie das aussieht. Aber diese drei Sachen mache ich immer. Und das Ganze kann ich mir jetzt als Preset abspeichern. Und dafür habe ich hier auf der rechten Seite diese Vorgabenpalette. Und da kann ich jetzt hier einfach mal auf dieses Plus klicken. Und kann jetzt hier eine neue Entwicklungsvorgabe speichern. Und da kann ich als erstes hier einen Namen vergeben. Da sage ich jetzt einfach mal Import. Import, Schärfe, Profilkorrekturen, kürze ich einfach mal mit PK ab und chromatische Aberration. So, dann weiß ich auch sofort, was damit gemeint ist. Ich kann jetzt hier theoretisch alles angewählt lassen. Ich kann aber auch einfach hier mal nichts auswählen und dann sagen, hier, ich will schärfen, ich möchte hier die Profilkorrekturen noch aktivieren und das war es ja eigentlich schon. Also mehr soll hier gar nicht gemacht werden. So, und dann wähle ich hier noch einen Ordner aus, was ich machen kann. Ja gut, das ist jetzt hier in den Benutzervorgaben, lasse ich es einfach mal drin. Ich kann mir hier auch extra Ordner noch anwählen. So, dann klicke ich hier einfach mal auf Erstellen. Und jetzt habe ich hier in den Benutzervorgaben in diesem Ordner drin Import Schärfe plus PK plus CA. Und was ich jetzt machen kann, wenn ich jetzt mal in das Bibliotheksmodul zurückgehe, und einfach mal wieder auf Importieren klicke. Ich möchte jetzt die restlichen Fotos aus diesem Ordner noch importieren. Hier ist er, der Berliner Dom. Ich wähle jetzt alle neuen Fotos hier noch importieren. Und jetzt kann ich hier auf der rechten Seite nämlich sagen, während des Importvorgangs anwenden, kann ich hier Entwicklungseinstellungen angeben. Und jetzt sage ich hier einfach mal, wo haben wir den Ordner hier? User Presets, na, da wird es ein bisschen anders abgespeichert, aber Import, Schärfe, PK, CA, genau das möchte ich haben. Und wenn ich jetzt die alle mal importiere hier, dann wirst du gleich feststellen, dass während des Importvorgangs jetzt auf jedes Foto die Schärfe gelegt wurde, auf jedes Foto wurde die Profilkorrektur angewendet und auf jedes Foto wurden auch die chromatischen Aberrationen entfernt. Und das ist eine sehr, sehr coole Sache, weil ich jetzt nicht durch jedes einzelne Foto durchgehen muss und das Ganze immer manuell noch machen muss. Natürlich werde ich jetzt nicht alle Fotos davon verwenden, aber ich kann mir alle Fotos schon mal so angucken, wie es denn aussieht, wenn sie geschärft sind, wie es aussieht, wenn die Profilkorrektur angewendet ist und so weiter. Und das ist schon eine sehr, sehr coole Sache. Und das kann man natürlich in vielen verschiedenen Sachen machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Projekt habe, wo ich im Studio fotografiere, immer genau das gleiche Set aufgebaut habe. Wenn ich jetzt 100 verschiedene Menschen im gleichen Set fotografiere, dann kann ich natürlich da auch noch viel weitergehen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte immer eine bestimmte Vignette anwenden. Ich möchte immer mit dem Transformieren-Werkzeug ein Quadrat aus dem Foto machen. Und ich möchte zum Beispiel immer ein bisschen Kontrast hinzugeben und den Weißabgleich ein bisschen angleichen. Das kann ich dann alles für dieses Projekt quasi als neue Vorgabe speichern und in diesem Import dann jedes Mal, wenn neue Fotos dazukommen, dann direkt drauflegen und dann muss ich nicht jedes einzelne Foto bearbeiten. Jetzt können wir hier nochmal gucken, kurz, ich gehe nochmal in das Entwickeln-Modul rein und schaue mir jetzt einfach mal hier ein paar Bilder an
und werde jetzt hier mal in die Detailspalette gehen. Und du siehst, wenn ich jetzt hier durch die Bilder durchklicke, alle hier haben den Betrag im Schärfen von 80 und maskieren 30. Und genauso hier in den Objektivkorrekturen sind die chromatischen Aberrationen immer entfernt und die Profilkorrektur ist auch aktiviert. Also, ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest daraus ein bisschen was lernen und damit auch schneller in Lightroom werden. Und wenn dem so ist, kannst du gerne auf Gefällt mir drücken. Es freut mich immer mega, wenn du das tust. Und natürlich auch, wenn du Fragen hast, einfach unten in die Kommentare. Wenn du Videovorschläge hast, unten in die Kommentare. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann auf jeden Fall auch abonnieren, denn es kommen immer pro Woche 2 neue Videos. Mittwoch um 16 Uhr, Sonntag um 12 Uhr neue Videos zum Thema Lightroom, zum Thema Photoshop, zum Thema Fotografie, auch für Anfänger natürlich. Die Anfängerserie soll natürlich auch bald weitergehen. Und was du sonst noch so wissen willst, schreib es einfach unten in die Kommentare rein. Vielleicht mache ich auch ein paar Videos zum Thema Video-Editing. Wenn ihr da Bock drauf habt, zum Thema Video-Editing ein paar Videos zu sehen, dann schreib es mir auch unten in die Kommentare. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!